Und damit hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen kleinen Let's Play. East Shade heißt dieses Spiel. Und wir spielen hier einen Maler, mit dem wir durch eine Open World reisen und verschiedene Aufträge annehmen können und zu erledigen haben. Das Spiel ist heute rausgekommen und wurde mir auf Steam vorgeschlagen und das sah einfach von den Bildern wunderschön aus. Habe ich gedacht, ja, schlage ich mal zu, gucken wir uns mal gemeinsam an. Und ja, ich lasse mich mal überraschen, was mich da erwartet, denn viel mehr weiß ich zu dem Spiel auch noch nicht. Wir sehen unten, dass wir uns noch nicht in der 1.0 befinden. Heißt, es ist noch die Beta-Phase. Und ja, wir schauen uns die Sache einfach mal an und ich lasse mich überraschen, was uns da so präsentiert wird. Wir fangen ein neues Spiel an und müssen unseren Namen eingeben. Gut, und dann schauen wir mal, was passiert. Ein Ladebildschirm, das ist ja prinzipiell schon mal nicht verkehrt. Ging auch relativ zügig. Und wir sind in einer Schiffskabine, würde ich sagen. Ja, macht auch Sinn, wenn wir ein Reisender sind. Jo. Ist jetzt, ja, doch spärlich eingerichtet und ich hoffe, dass da keine Menschen drin sind oder irgendwas. Gut. Da können wir auch nichts machen. Schauen wir mal da raus. Und ja, wir sehen hier zwei Affen und ein Rehhirsch. Wir können uns ducken. Was lesen wir denn da Schönes? Grüß dich. Guten Abend. Okay. Hier können wir interagieren. Dann interagieren wir mal. Forgive an old woman, but I forgot your name. What was it again? Unser Name ist natürlich Sandy Would you Hüfius. mind getting my book from the sleeping quarters? It would spare my bones the trip. It's called Great Voyages. Die große Reise. Also das Spiel ist auf Englisch. Ich habe die deutschen Untertitel an. Ja, da uns das jetzt so schön vorgetragen wird, lese ich das dann auf Deutsch nicht nochmal so vor, würde ich sagen. Das kann ja dann jeder selber lesen, der des Englischen nicht so mächtig ist. Die gucken einen ein ganz kleines bisschen Psycho an. Gut, wir können auf J unser Tagebuch öffnen und haben dort unsere Quests. Hilf einer alten Dame. Die alte Dame, die mit uns reist, hat mich gebeten, ihr Buch aus dem Schlafquartier zu holen. Das Schlafquartier wird höchstwahrscheinlich der Raum sein, in dem wir gestartet sind. Ja, und siehe da. Auf magische Art und Weise hat es ein Buch hergezaubert. Die große Reise, Eigentum von Clara S. Falls verloren, bitte zum Hafen von Lindo bringen. Die nördlichen Meere wurden größtenteils noch nicht erkundet. Forscher schätzen, dass sie unfassbar weitläufig sind und kleinere Expeditionen können unzählige Inseln voller diverser Lebensformen und unbekannter Gemeinschaften finden. Aufgrund der unberechenbaren und gefährlichen Natur dieser Gewässer sind viele Erkundungsschiffe bei den Vorhaben verschollen. Zu forschen und neue Handelsverträge zu schließen. Verschollen, zu forschen, ja, alles klar, okay. Alle Blicke gen Horizont. Gut, dann haben wir das jetzt eingesammelt. So, auf Tab haben wir noch ein kleines Menü. Haben wir unseren Rucksack, Ausrüstung. Okay, das war jetzt bei Büchern nicht dabei. Das Tagebuch. Keine Bilder oder Leinwand. Du hast noch keine Bilder oder Leinwände erstellt. Sobald du eine Leinwand anfertigst, kannst du sie hier finden. Okay. Alles klar, dann können wir das halt mal mitmachen. So, geben wir der alten Affendame. Thank you very much. I've read this old book many times. Seems I find something new each read. And no matter how many times I've read it, it never fails to get me excited for adventure. Are you the adventuring type? Mögen wir Abenteuer? Na klar, mögen wir Ah, Abenteuer. after my own heart.
I've had a lifetime of it, believe it or not. If you're sticking around in Eastshade, maybe I'll tell you all about it sometime. Captain Ilona told me we'll be landing in Lindo shortly. I think we're all antsy to arrive. Themen. Du hast gerade von einem neuen Thema erfahren. Du kannst jetzt nach diesem Thema fragen, wenn du die Thema wählen Option auswählst. Nicht jeder hat zu einem bestimmten Thema etwas zu sagen. Ja, ist ja auch in Wirklichkeit so. Okay, Wonderbra. So, da können wir uns mit dem nächsten unterhalten. I've never been to Eastshade. I've heard wonderful things about it. Did you know that the people there used to cover their mouths with garments? Mm-hmm. I've heard that since gone out of style. Quite a strange fashion fad, if you ask me. As long as Eastshade doesn't rock like this ship, I will love it. Dann wählen wir doch mal ein Thema. Wir können uns Lindo unterhalten oder Tschüss sagen. Dann nehmen wir das doch mal mit und fragen den Mishka mal über Lindo aus. It's the quaint little seaside town we'll be landing in. It's one of the many gems of the country, I hear. Na gut, tschüss. Almost there. Jo, ui. Okay. Was ist los da oben? That did not sound good. Das ist richtig. Okay. Ja. Bleiben wir alle recht ruhig. Gott, bin ich jetzt erschrocken. Habe ich dir schon von der Reise, die einen Vater und ich nach Eastshade unternahmen, erzählt? Schon sehr oft. Erzähl's mir nochmal. Von all den Ausflügen, die wir unternahmen, war dieser mein Liebster. Weißt du, wann du jemals nach Inspiration für deine Bilder suchst? Ich weiß, Mutter. Sag mir, dass du da eines Tages hinfährst. Versprich mir, dass du das tust. Na, versprechen wir das mal. Ich verspreche es. Der Gedanke, dass du Eastshade erkundest, er macht mich so glücklich. Ich weiß genau, dass du dort Inspiration finden wirst. Das wird so ein großartiges Abenteuer. Hör mal, es gibt da ein paar Orte, die du dir einfach ansehen musst. Du musst den riesigen Baum malen. Ah, ich erinnere mich, als sei es gestern gewesen. Woher weiß ich, welcher Baum es ist? Du läufst schon nicht daran vorbei, glaube mir. Um die Tiffmoor-Klippen. Ah, die wunderbare Aussicht. Und die Tiffmoor-Klippen. Die wunderbare Aussicht. Ich kann mir dich genau vorstellen, wie du an deiner Staffelei stehst und ein wunderschönes Bild malst. Der weite Himmel und das endlose Meer inspirieren jeden Künstler. In Ordnung, das werden wir tun. Und die Stadt. Da gibt es so ein prächtiges Gebäude im Stadtzentrum. Vom obersten Stockwerk aus siehst du die ganze Stadt und noch viel mehr. Da kannst du gar nicht widerstehen. Das musst du einfach malen. Ah, bald. Bald wirst du da sein. Du solltest dich ausruhen, Mutter. Mutters letzte Wünsche. Oh weh, das klingt nicht gut. Ist Jay. So. You've woken. Ja, okay. Irgendwie sind wir jetzt doch hier. Are you feeling okay? Gelandet? Wer redet da mit uns? Ich würde jetzt ganz gern erst vielleicht mal die Aussicht genießen. Das Licht sieht richtig, richtig geil aus. Der Scheiß zieht mal rein. Geil.
Davon, das wird eventuell unser Schiff sein, was ja... Ja, sagen wir mal, ein bisschen einen kleinen Bruch erlitten hat. Und hier haben wir es uns scheinbar ganz mütlich gemacht. Dann reden wir mal... Do you remember what happened? Mit Ignov. Können wir uns erinnern, was passiert ist? Ich war auf einem Schiff, es ist auf ein Riff gelaufen, ich habe mein Gedächtnis nicht verloren. Ja, wir waren auf einem Schiff und es ist... I'm glad your memory is intact. You washed up on this beach just a short while after the ship sank. One doesn't last long in water this cold. Ja, mal eine berechtigte Frage, haben denn die anderen überlebt? What I've heard, you were the only passenger misplaced during the wreck. The others are safe in town. Mhm, okay, die anderen sind also schon alle in der Stadt, wo sind wir? Eastshade, of course. Specifically, my home. I usually don't take visitors. But in this case, I can hardly blame you for floating in unannounced. Okay, also die anderen sind schon in der Stadt. Wir wurden hier angespült. Den anderen geht's soweit gut. Und Ignov wohnt hier quasi und hat uns aufgenommen. Only your easel. Don't forget to take it when you leave. Even the frigid tide couldn't bring you depart from it. It must mean a great deal to you. Okay, unsere ganzen Sachen scheinen weg zu sein, nur unsere Staffelei ist quasi noch da. I'm about to head into town to share news of your survival. You should go there and let them know yourself. It's just up the path. Okay, hier ist irgendwo ein Weg, der wird uns dann direkt in die Stadt führen. Dann danken wir dem Ignov erstmal für seine Hilfe. So. Okay, hier können wir also schon vielleicht unser erstes Bild malen. Kann man ja nochmal schnell austesten. Ah ne, gut. Haben wir einfach mitgenommen. Inventar 10.47 Uhr. Alles klar. Ausrüstung, alles. Gut. Mutters letzte Wünsche, genau. Mutter wollte immer, dass ich Eastshade besuche. Sie wollte, dass ich vier ihre Lieblingsorte auf der Insel male. Einen Riesenbaum, die Tiffmore-Klippen, den höchsten Gipfel und die Aussicht von Gemeindeturm in der großen Stadt. Okay, dann würde ich sagen, können wir hier nichts weiter machen. Bedanken wir uns nochmal bei dem Ignov und... Ja, begeben uns dann mal auf den Weg Richtung Stadt, würde ich sagen. Ich hoffe, es gerade etwas, weil uns hier doch noch nichts angezeigt wird. Okay. Wird aber schon alles seine Richtigkeit haben. Ja, jetzt können wir uns auch schneller bewegen. Dann klettern wir mal hier den Weg nach oben. Und erfreuen uns ein bisschen an der netten Vegetation hier. Ja, sieht schon richtig, richtig nice aus. Hab auch voll Bock drauf, die Welt hier frei zu erkunden, wenn das denn so geht. Und wir sind in Lindo. Irgendwas haben wir jetzt erreicht. Inspiration! Bilder zu malen kostet dich Inspiration. Du erhältst neue Inspiration, wenn du neue Orte siehst und neue Dinge ausprobierst. Okay, also wissen wir schon mal, was das ist. Der hier unten hat... I'm a bird! Viel Spaß. Hey, dich kennen wir doch. Oh, it's you. You're on the ship. Ja, du warst doch auch auf dem Schiff. What happened to you? Wir wurden in einer Strandhöhle angespült. Thank goodness. We thought you were lost. Oh, what a horrible experience. I'm so glad to see you're safe. What brought you to Eastshade anyway? Was hat uns nach Eastshade gebracht? Ich wollte einen neuen Ort kennenlernen. Ich bin hier, um Landschaften zu malen. Meine Mutter liebte es hier. Ja, kann man ja ganz ehrlich sein zu Elijah und sagen, das ist unsere Mutter hier. Very adventurous of you. I came to visit my family. You look like you could use a nice cup of tea. This flavor is a bit strong for some people, but the effects can be lifted with a sip of water from your water skin. Mhm.
Her captain is in a terrible state. I suppose that's to be expected. She won't even leave the dock. Perhaps it would console her to know that we all survived. You should speak with her. Okay, dann sollen wir also auch mit der Kapitänin reden. Ja, und ihr einfach Bescheid geben, dass es uns gut geht. Dazu bräuchten wir aber die Information, wo sie denn übernachtet. My family lives here in Lindo, so I'll be staying with them. If you find that night is coming and you're in need of a place to stay, you should check the inn. You'll be comfortable there. It gets cold around here at night. You shouldn't be out without a proper coat. Okay, was kann man da noch gut? Are you wondering about anything else? Nö, du, pass gut auf dich auf. So. Gut, dann hätte ich gedacht, dass wir da jetzt irgendwie schon ein paar neue Aufgaben bekommen. Hier scheint also Elijah zu wohnen, wenn ich das richtig sehe. Eigentlich in Körpernähe. Gut, ist jetzt glaube ich auch nicht ganz so elementar. How have you been? Wie ist es dir gegangen? Lindo. After that wreck, I may just settle down here for a while. Okay. Hat uns einer für Rado gebracht. Ich habe gedacht, dass uns das vielleicht noch etwas bringt. Was ist denn jetzt hier dieses kleine rehähnliche Tier, was hier rumgedüst ist? Okay, richtig. Aren't I good at flying? Lenny. Du bist wirklich gut da drin. My dad says that I can do anything as long as I put my mind to it. Da. Lenny, aber richtig fliegen können wirst du wahrscheinlich nicht. Ja, ich glaube, das gibt hier echt sau viel zu entdecken. Ich weiß gar nicht, wo ich hier als erstes hingehen soll. Die Aussichten sind ja der Wahnsinn, hey. Aber hier vielleicht mal. Ach nee, wir haben sowieso keine Bilder. Gut. Es ist auch irgendwie immer noch 10.47 Uhr, oder ist das gar keine... Great viewpoint, isn't it? Wow, da steht ja jemand. Okay. Nika. Atemberaubend. You must be the traveler from the wrecked ship. Ja, das sind wir. Ein Höhlenbewohner hat mich gerettet. Diese verrückte Kapitänin hätte uns fast umgebracht. Ein Höhlenbewohner hat mich gerettet. Ingolf needs some visitors every now and then. I wish he would spend more time in town. But he'd rather be alone. Ja, das habe ich mir auch schon fast gedacht. Lebst du in Lindo? Yes, I run the inn. I always keep a full stock of soup and tea to refresh weary travelers. When I was young, I traveled all over this island. I'd love to adventure again one day. Look, the eclipse is starting. What? Also das war die Nika, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, und sie gehört, ihr gehört, die, das Gasthaus hier. Schauen, ob wir da irgendwie unterkommen können. Und das ist die Sonnenfinsternis, die, ja, sehr beeindruckend aussieht. Not a bad show, right? So, genau. Wir können jetzt sagen, ich habe es vermisst, sie mit festem Boden unter den Füßen zu sehen. Die Sonnendämmerung sieht überall gleich aus. Es ist schon eine Weile her, seit ich sie so richtig betrachtet habe. I try to come up here every day. I guess it just doesn't get old for me. Anyway, if you haven't got lodging for the night, feel free to stay at the inn. I'll leave the upstairs room unlocked for you. Drop in at your leisure. Don't worry about payment. Shipwreck survivors stay free of charge. Ah, sehr nett, danke. Danke, danke, danke. Oh, by the way, I know of someone who would very much enjoy meeting you. She's an avid painter and very excited about her work. She's still working on some things, and I bet she'd love to hear a tip from a professional.
She usually hangs out near the inn. Take care now. Jo, vielen Dank. Also, die Nika hat uns angeboten, dass wir in ihrem Gasthaus schlafen können. Umsonst, weil Schiffsbrüchige bei ihr umsonst schlafen dürfen. Und sie möchte uns noch gerne jemanden vorstellen. Einer begeisterten Malerin. Oder einen begeisterten Maler, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ja, die werden wir uns sicherlich auch mal angucken. Ich mag ganz gerne, was seid denn ihr hier für Konsorten? Was macht ihr denn? Ah, die spielen quasi einfach. Das ist ein Bär, aber was stellst du denn da? Gut. Jungs, Mädels, was auch immer, dann spielt mal weiter. Ich guck mal, wie ich hier wieder runterkomme. Und wir schauen mal, vielleicht gehen wir der Nika da einfach mal nach. Schauen mal, was denn hier eigentlich jetzt so direkt das Gasthaus ist. Watch me soar like a bird! Erschreck mich doch nicht so, Junge. Das hier? Ist das das Gasthaus? Ich glaube nicht, aber hier braucht jemand Hilfe, würde ich sagen. Da steckt jemand Winnie Pooh-mäßig in einem Topf. Who's there? Nika? Is that you? No. Nein. You must be one of the tourists. Terrible about the sinking and all that. Glad you're okay. Yada, yada, etc. But will you go get Nika, the innkeeper? I need help. Gut, was tut der Krug auf deinem Kopf? Ich hole sie oder ich bin beschäftigt. Ja, da fragen wir erstmal nach, wie er denn in diese Situation gekommen ist. It's stuck, obviously. Now, would you be so kind as to go get Nika for me? Mich würde jetzt schon interessieren, wie passiert denn sowas überhaupt? It happens. It's fairly normal, really. Doesn't it happen to you from time to time? Nein, das passiert uns eigentlich nicht. Ich hole Nika für dich. Tut mir leid, ich bin beschäftigt, aber jetzt einmal im Ernst. Ja, da treiben wir das vielleicht nochmal ein bisschen weiter. But seriously, will you get the innkeeper? Ja, das machen wir natürlich. I'll wait here. Ups. Gut, dann, okay, machen wir uns erstmal die Tür ran und begeben uns jetzt nochmal auf die Suche nach der Nika. I'm so good at flapping my wings. Oh, wow, wow, ich glaube, hier werden wir uns echt noch richtig verlaufen. Ich denke, können wir noch echt viel machen. So, da hätten wir schon mal die Nika wieder. The traveling artist. Oh, wir sind eine Frau, okay. Isan braucht dich. Oh, of course he does. And what is it this time? Sein Kopf steckt in Again? Einem Krug fest. That's like the eighth time. All right then, we'd better go help. Gut, scheint der Mann einfach öfters zu machen. Und wer bist du denn überhaupt? It feels so adventurous staying here in Nendo. Amarek, woher kommst du denn ursprünglich? I live in Naba, but sometimes I just long for the primitive lifestyle Lindo offers. Bist du oft in Lindo? This is my first excursion out of Naba. It just feels like the right time for a dramatic adventure. Some may find the story of my journey utterly inspiring. Nothing could have prepared me for the muddy paths, the unbearable heat. I even had to eat outside. Overall, it was a dreadful experience, but I braved through it all. Das klingt nach einer beschwerlichen Reise. Ich habe gerade ebenso einen schlimmen Schiffbruch überlebt. Naja, muss man jetzt nicht jedem unter die Nase binden. Ich würde sagen, das klingt nach einer beschwerlichen Reise. Yes, it certainly was impressive on my part. I so dearly wish my friends could see how adventurous I've become. Okay, dann danke erstmal für das Gespräch. Wir schauen nochmal oben nach
der Mika und den Esan, ob sie ihn aus seiner misslichen Lage befreien konnte. Yeah, it's pretty stuck. I think what we need here is some soap. Would you be a dear and fetch some soap from Amin's house? It's just down the stairs and across the courtyard. So, also ist es jetzt an uns, Seife zu besorgen, dass wir den guten Esan dort aus seiner Lage befreien können. Hey, are you an artist? Stück Butter wäre auch gegangen. Ja, sorry, aber ja, ich muss mal Seife besorgen. Terrible waste of a good ship. And it went down so quickly. It's amazing anyone made it out of that. Klingt nett gesagt. You certainly won't see me boarding a ship anytime soon. Ach nee, Nikita hat mich nicht zum Markt. Habe ich jetzt falsch verstanden? Nika hat mich zu Emines Haus geschickt, um Seife zu holen. Es ist gleich auf der anderen Seite des Platzes gegenüber. Okay, sorry. Sorry, mein Fehler. Da? Jetzt können wir mit der guten Frau hier reden. Hello. Hallo. There. Can I help you, Traveler? Emine, wir brauchen ein Stück Seife. Soap? Well, certainly. May I ask why? Ja, du glaubst ja gar nicht, was passiert ist. Esans Kopf steckt in einem Krug fest, he ja. Did. Is he a friend of yours? Ein Freund von uns. Ich kenne ihn kaum. Ich glaube, er ist ein echter Esel. Wir kennen uns. Ja. Warum soll man denn hier irgendwelchen Quatsch erzählen? Ich würde sagen, einfach, ich kenne ihn kaum. Well, I shouldn't gossip then. Jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst. Was hat sie denn jetzt gesagt? Das ging mir gerade irgendwie zu schnell. He's just such a peculiar man. And you know what? I think Lenny is going to have some real issues when he grows up. Ah, okay, das ist der Esan ist quasi der Vater von dem Lenny, der lustige Junge, der da draußen ein Vogel sein möchte. So, warum hat er denn Probleme? You've seen him? The boy is unhinged. And not just that. I've been hearing a lot of yelling coming from that house. I think it's quite a broken home. You know, I imagine you'll be traveling all around this island, being a tourist and all. Perhaps when you get to Narva, you should let the sheriff know about Esan. I think it's only right, you know, for Lenny. Mhm. Gut, also sie möchte jetzt, dass wir dem Sheriff Bescheid geben, wegen Esan, weil der doch irgendwie nicht ganz glatt sein soll. Ja, warum macht sie das dann nicht selber? Ich werde dem Sheriff Bescheid geben. Ich denke darüber nach. Ich würde halt auch sagen, wir kennen den Esan. Zu schlecht bis jetzt. Und jetzt irgendwie. Ja, deswegen denke ich mal drüber nach. It'd be best for the child. I only have his best interest at heart. Esan is not a stable man. And wholly unsuitable to be a parent. Here, this will help you with the toll. Right. Well, here's some soap. Safe travels. Okay, dann haben wir jetzt bekommen Seife. Oh, irgendwas habe ich jetzt gemacht. Na, sag mal, das ist doch ein Mist. Was machst denn du hier? Legst dich einfach schlafen? Okay. Dann, pssst. Tut mir leid. Ich wollte nicht stören. Ja, irgendwas habe ich jetzt eingenommen. Wasser und... Die gute Tante hat uns noch irgendwas gegeben. Ja, so ganz knusper erscheint mir der Lenny wirklich nicht. Aber... Okay. Bringen wir erstmal die Seife hier. Du zu Mika und Isen. Well, let's try this thing then. Here, let me have that soap. Seife geben.
So. Well, I guess it was convenient that you dropped in when you did. Thanks for getting Nika. Kein Problem. Wie hast du es geschafft, stecken zu bleiben? Ermine sagte, sie habe Geschrei aus dem Haus gehört. Fragen wir doch erstmal, wie hast du es geschafft, stecken zu bleiben? Well, you are a nosy tourist, aren't you? Beeswax! Okay. Dann, ja, wenn er so zu uns ist, sagen wir ihm doch, dass Emine Geschrei aus dem Haus gehört hat. That nosy, stuck-up, goody-two-talon. If you had to deal with what I have to deal with. She just doesn't like me because I'm not posh like her. This whole town is stuck-up. Them and all their judging eyes. You know what? Get out of my house. You're just like everyone else in this town. Coming in here and telling me I'm a bad father? Get out! Das habe ich ja jetzt so gar nicht gesagt. Genau, ich habe nie gesagt, du wärst ein schlechter Vater. I know that's what you meant. Just get out! Gut, gut, gut. Gehen wir halt. Alles klar, mach's gut. Ciao. Hier draußen ist ja auch schön. Hier draußen ist sogar eh viel, viel schöner. Gut, ich würde sagen, das soll vielleicht für den ersten Überblick eventuell mal reichen. Und ja, würde sagen, wenn ihr Lust habt, sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Denn ich habe Bock drauf. Der erste Eindruck hat mir echt sehr, sehr gut gefallen. Ich bin gespannt, was wir hier noch alles machen können, was wir hier noch alles erleben werden, was wir noch alles tun werden, was für Bilder wir noch malen. Ja, ich bin einfach super gespannt und würde mich sehr freuen, wenn ihr vielleicht eine Bewertung da lasst, vielleicht auch einen Kommentar, ein Abo und einfach beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Hab vielen Dank bis hierhin und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.